So, wir sagen herzlich willkommen zu unserer fantastischen Melonenwette. Unsinnigerweise werden wir Gummiringe über eine Melone stülpen, die hoffentlich schon sehr angereift ist. Und bei wem die Melone platzt, der hat verloren und gibt dem anderen ein Frühstück aus. Wie Sie sehen, haben wir uns in Schale geworfen, die besten Klamotten für diesen Anlass. Und ich würde sagen, ich lasse natürlich der Frau den Vortritt. Caro, bitte, du darfst den ersten Gummiring nehmen. Ich freue mich. Ich glaube, ich werde mir gleich mal ordentlich in die Hand schnipsen, aber ich probiere das mal. Mein Gott, sind die straff. Die Platze schon mein erstes. Geht die ja gar nicht drüber. Komm, streng dich an, du schaffst das. Das ist ja. Du hast doch mal Fußball gespielt. Ja, mit dem Gummi oder wie? Sie drückt sie kaputt. Ich sag schon, sie drückt sie kaputt. Ganz ehrlich. Schön hier in die Mitte. Ja. Immer schön übereinander, damit das auch eine richtig coole Sauerei gibt. So, hier schön um den Bauch rum. Ja, ich richte mal noch ein bisschen. Ich überlege noch, ob ich mir die Brille abziehen sollte, ob das eine gute Idee ist. Oh Gott, ich mache Geräusche dabei wie irgendeine Tennisspielerin nach einem 6-Stunden-Match. Danach. Timo, so eine Idee kommt echt nur von Männern. Sowas würden Frauen nie tun. Die schneiden die auf, machen eine Bohle draus. Vor allen Dingen, das wird ja dann im Zweifelsfall auch platzen, wenn man genau dabei ist, so einen doofen Gummi rumzumachen. Das dass man auch, richtig schön was abbekommt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nach unten, sonst platzt die uns oben weg. Okay. Ach guck mal, jetzt hat sie schon keinen richtigen Stand mehr. Also irgendwas tut sich im Inneren der Melone. Sie sieht jetzt aus wie der schiefe Turm von Pisa. Ich habe gerade was knacken gehört. Echt? Ja, vielleicht war es der Tisch. Das könnten auch meine Knochen gewesen sein. Also man kennt das ja. Es war nur der Gummi. Hier ist nur der Gummi abgeflutscht. Vor allen Dingen gehe ich inzwischen immer so schön mit dem Gesicht drüber. Damit es auch Spaß macht. Hättest du auch einfach sagen können, Caro, magst du nicht mal ein Frühstück machen? Hättest du gemacht. Nur einen Kaffee hätte ich dir gebracht, so bin ich da. Dieses Internet, das veralbert uns doch alle. Hier staubt jetzt irgendwas, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Gummis sind. Es könnte auch einfach sein, dass ich schon ausgetrocknet bin. Siehst du was? Da was spritzen? Nee, ich glaube nicht. Komm, jetzt lass du mal fallen. Ich nee. Doch, willst du nicht verlieren. Das war doch nicht fallen lassen. Das ist fallen lassen. Ich glaube, wir sollten es nachher mit Kugelstoßen probieren. Die macht keinerlei Anstalten. Die macht keinen Mucks. Und die liegt schon eine Woche bei uns. Tja, dann müssen wir das Experiment an dieser Stelle beenden.